Hallo, ich bin die Marion. Guten Tag oder guten Morgen, guten Abend, je nachdem. Ich freue mich, dass du dich für mich und mein Zeigevideo entschieden hast. Ich habe dir heute 33 Minuten, ein 33-Minuten-Programm mitgebracht. Wir fahren zusammen eine schöne Ausdauerstrecke. Genau, es ist alles dabei. Wir fahren ein Watt-Training. Das bedeutet, nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung, ist ja schon eine Weile her, dass wir auf den Rädern gesessen sind. Du fängst an zu treten, dein Display geht an und dann gehst du auf Watt-Training mit der Pfeil-nach-unten-Taste, bestätigt das mit den Häkchen. Wenn du die ICG-App hast, dann kannst du die jetzt verbinden oder eben auch nicht. Das wählst du aus. Dein Fitnesslevel, wenn du deinen FTP-Wert weißt, dann kannst du über das Fitnesslevel drüber hinweggehen. Wenn du deinen FTP-Wert nicht wissen solltest, ist das kein Problem. Dann fährst du bei sehr niedrig oder niedrig, damit du dich nicht überanstrengst. Und wichtig wäre es dann, dass du dir einen Termin bei einem Trainer machst, um deinen FTP-Wert zu ermitteln. Genau. Das bestätigst du dann, Fitnesslevel. Dann kommt das Geschlecht. Dein Körpergewicht. Meins ist seit ein paar Monaten ein bisschen höher, aber das kriegen wir alles wieder runter, deswegen sind wir ja da. Und genau, dann kommt dein FTP-Wert und da solltest du tatsächlich deinen tatsächlichen FTP-Wert eingeben. Und wie gesagt, wenn du ihn nicht kennst, dann gehst du einfach darüber hinweg, ohne dass du was eingibst. Bei mir dauert es noch einen Moment. So, jetzt habe ich es auch geschafft. Dann ganz wichtig, dass du ein Herzfrequenzmesser trägst, gerade wenn du jetzt vielleicht alleine fährst, damit du deine Herzfrequenz messen kannst und dann hinterher auch dein Training auswerten kannst. Ja? Also da sagst du dann eben auch, verbinden. Und die Farbanzeige, die kannst du jetzt anmachen, musst du aber nicht, das entscheidest du selber. Ich mache sie an, damit du weißt, oder siehst, in welcher Farbe ich fahre. So, und jetzt ist auf deinem Display alles rot. Das ist nochmal die Erinnerung, dass du wirklich so trainierst, dass du dich wohl dabei fühlst. Und wenn du merkst, dass das nicht in Ordnung ist, brichst du das Training ab. Also wirklich immer auf den eigenen Körper hören und mach das so, dass es dir gut tut. Wir bestätigen und dann geht's los. Wir starten in weiß. Und vielleicht, bevor wir jetzt dann gleich bevor wir das Warm-up beenden, vielleicht noch mal ein Schlückchen trinken, ganz wichtig. So eine Flasche darf nach dem Kurs gerne leer sein. Genau, wir haben Handpositionen, auch noch mal ganz kurz zur Wiederholung. Du hast die Handposition 1, die ist vorne am Lenker. Achte darauf, dass deine Handgelenke schön gerade sind, dein Rücken gerade und aufrecht ist. Dann hast du die Handposition 2, die ist außen am Lenker. Auch hier wieder auf die Handgelenke achten. Schulter bleiben hinten und unten. Ganz lange Wirbelsäule. Dann hast du die Handposition 3. Die ist vorne am Lenker. Genau. Die Handposition 4 ist innen, sodass du ein bisschen weiter vorgebeugt bist. Da darauf achten, wirklich gut darauf achten, dass dein Rücken gerade und aufrecht ist. Und dann hast du noch die Handposition 5. Die ist vorne. Das ist so die Rennradhaltung. Ne? Okay. Nochmal zu wiederholen. 1. 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Okay, du kommst zurück auf die Handposition 1. Wir fahren mit
einer Trittfrequenz von 97. Das ist relativ schnell und du hast noch keinen Widerstand. Wir haben noch 3 Minuten für das Warm-up. Okay, schau nochmal auf dem Display nach. Oben links findest du deine Trittfrequenz. Sitz schön aufrecht. 97 wäre so die Zahl, die da oben stehen sollte. Wenn es ein bisschen langsamer ist, dann ist das auch okay. 97 ist relativ schnell. Genau. Jetzt versuchst du mal, mit ein bisschen mehr Widerstand zu fahren. Mal so 3, 4 Klicks mehr Widerstand. Versuch, die Trittfrequenz zu halten. Deine Beine tun die Arbeit, der Oberkörper ist ganz ruhig. Okay. Dann nochmal ein paar Klicks mehr. 3, 4 Stück. Versuch mal, probier einfach ein bisschen und schau mal, ob du in die blaue Zone kommst. Gas geben. Ich bin auch noch nicht im Blau, aber gleich. Du siehst unten rechts den Kreis, die Zone. Wir schließen den Kreis langsam, bis wir in der nächsten Farbe sind. Et voilà. Und fahr schön in der blauen Zone weiter. Atme tief und gleichmäßig. Vielleicht spürst du schon, dass ein bisschen Schweiß auf deiner Stirn erscheint. Dann hast du es genau richtig gemacht. Wenn du trittst, versuch einen schönen runden Tritt hinzubekommen. Ziehen und schieben, das heißt, der vordere und der hintere Oberschenkel arbeiten. Ein paar Sekunden noch und dann starten wir. So, dann den Widerstand vollständig lösen, einen großen Schluck trinken. Wir beenden damit das Warm-up. Das nächste Lied, wir fahren hier noch im Sitzen und wir brauchen mehr Widerstand als gerade. Und versuch mal, dass oben links du mit einer Trittfrequenz von 69 fährst. Ja? 69 und du hast genug Zeit rechts, rechts, rechts. Okay, wir starten in Blau, rechts, rechts. Der Kreis unten rechts ist ungefähr halb voll. Hände bleiben auf der 1. Das Lied dauert jetzt noch knappe 4 Minuten, damit du weißt, wie du deine Reserven, deine Kraftreserven einteilst. 69. Jawohl, sehr gut. So, wir nehmen ein bisschen mehr Widerstand rein, 2, 3 Klicks. Und schau mal, dass dein Kreis unten rechts langsam wieder voll wird. Sehr gut, bleib im Rhythmus. Let's go. Rechts, 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 rechts. Jawohl, atme, atme, atme. So, der Kreis unten ist voll und wir wechseln langsam nach grün. Schön weitermachen, bleib dran. 69er Trittfrequenz, aufrecht sitzen. Dann nimmst du deine Hände auf die Handposition 2.
Schultern hinten runter. Go, go. Jawohl. So, das ist ja so ein bisschen, ich würde sagen, Ostfriesland. Relativ eben, mit ein bisschen Gegenwind. Ja, zum Warmwerden. Super Herz-Kreislauf-Training. Ausdauermethode. Let's go. Rechts, rechts, rechts. Okay, wir haben noch knappe 2 Minuten. Bleib bei mir. 69. Oh. Der Kreis unten rechts ist so ungefähr halb voll. Ja. Einfach auch mal mit dem Widerstandrad ein bisschen rumprobieren. Wenn du 1, 2 Klicks weiter gehst, dann spürst du das schon. Und du siehst es auch immer gleich auf dem Display, ne? Bleib schön dran. Letzte Minute. Du merkst, dass die Herzfrequenz hochgeht. Immer in den Körper reinspüren. Wie fühlt sich das an? Und wenn du merkst, heute läuft super, dann gerne ein bisschen mehr Widerstand. Und wenn du das Gefühl hast, nö, heute möchte ich ein schönes Regenerationstraining vielleicht draus machen, ist das total in Ordnung. Ja, dann ist dein Kreis unten rechts nicht halb voll, sondern vielleicht nur ein Viertel. Ist alles gut und du machst es so, dass du dich gut fühlst. Okay? So, die letzten Sekunden. So, wir wechseln gleich. Wir ziehen von Ostfriesland um. Ein bisschen südlicher. Mal den Widerstand vollständig lösen. Einen großen Schluck trinken. Der Rhythmus wird ein bisschen langsamer. Die Trittfrequenz ist 63. Und versuch mal, dass du gleich in Blau startest. 63. Go, go, go. Oh la la. Okay, Blau. Grün ist das neue Blau. Jetzt. Okay. Ja, wir haben genug Zeit. Wir haben 5 Minuten. Rechts, 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 rechts. Okay, komm mit mir. Wir brauchen ein bisschen mehr Widerstand, bis wir wieder in der grünen Zone sind. Go, rechts. 63er Trittfrequenz. Und vielleicht geht's dir wie mir. Man muss ganz, ganz, ganz fein justieren, ja? Rechts. So, wir sind in grün. Okay, Hände auf der Handposition 2. Schultern hinten und unten. Noch 8, 7. Yes. Jetzt wird es ein bisschen hügelig. 4, 3. Noch 2. Okidoki, komm hoch. Achte darauf. Dein Po bleibt über deinem Sattel und nur die Beine tun die Arbeit, okay? Also, wir reiten nicht, ne? Das kann ich jetzt mit dem Fahrrad. Yes. Go, go, go. Für 4, 3, 2, langsam setzen. Go. Bleib bei mir. 63. Jawohl, noch weiter. Konzentrier dich auf das Ziehen und das Schieben.
Let's go, noch vier. Noch drei. Zwei mehr. Okay, komm mit mir hoch. So, schau mal, der Kreis unten rechts, dass der voll wird. Und vielleicht schaffen wir eine Phase gelb. Jawohl. Let's go. Rechts, 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 rechts. Ganz ruhig fahren. Nur die Beine. Vier, drei, zwei mehr. Und setzen. Bleib mal noch in gelb. Wir haben noch 3 Minuten. Herzfrequenz geht hoch. So, wir gehen zurück nach grün. Grün. Aha. Rechts, 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 rechts. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe riesen Spaß. Okay, 8 mehr. 7. Jawohl. Schön aufrecht sitzen. Für 4, 3, 2 und auf geht's. Letzten 2 Minuten. Und fahr so ruhig, wie es geht, ja? Nur deine Beine arbeiten. Atmen. Schön gleichmäßig. Go. Yep. 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 Dein Po ist immer noch über dem Sattel. Du bist immer noch schön gerade. Beide Hände sind immer am Lenker. Noch 90 Sekunden. Dann gibt es eine Trinkpause. 4 noch. 3 noch. 2. Langsam setzen. Für 8, 7. Wir gehen noch. 3. Noch 2. Komm nochmal hoch. Auf geht's. Popo weit hinten. Oh. Rechts, rechts. Schön da dranbleiben. Acht auf den Oberkörper. Noch ein paar Sekunden. Für 4, 3, 2 langsam setzen. Bleib auf. So, zurück auf die Handposition 1, Entschuldigung. Aufrecht sitzen, Widerstand lösen. Jetzt kommt deine Trinkpause. So, wir sind zurück in Ostfriesland. Gerade Strecke, 92er Trittfrequenz, nur, dass das nicht unser Cooldown ist. Wir fahren in grün, 92er Trittfrequenz. Gerne die Hände auf die 2 und dann richtest du dich erstmal bei der 92er Trittfrequenz in grün ein. Das ist schon, ja, 4 Minuten. Super Herz-Kreislauf-Training. Bleib dran. Ups. So, 92. Danach haben wir dann noch ein Lied. Da geht es dann noch mal ein bisschen rauf und runter, rauf und runter. Und dann ist es schon geschafft. Yes.
Seite rechts ist halb voll. Okay, halb voll. Also vielleicht brauchst du noch ein oder zwei Klicks mehr Widerstand. Du entscheidest, ja? Gerade hast du gesehen, was ich mit dir vorhabe, ne? Wir wechseln gleich noch nach Gelb. Dann noch gute 2 Minuten. Und davon fahren wir 1 Minute in Gelb. Okay? Ich sag dir Bescheid, wenn es losgeht. Dann wird der Gegenwind wieder ein bisschen stärker. Let's go! Ganz fest im Oberkörper, schaukelt's nicht hin und her, schön aufrecht, stolze Körperhaltung. Okay, so, dann brauchst du mal 1, 2 Klicks mehr Widerstand und schaust mal, ob's unten gelb geworden ist. 1 Minute, ab jetzt. 92er Trittfrequenz. Bleib dran. Und den Kreis, da schaust du, dass der so ungefähr halb voll ist. Darf gerne ein bisschen weniger sein, aber auch gerne ein bisschen mehr. So wie du das machst, machst du es genau richtig, so dass du dich wohlfühlst. Noch ein paar Sekunden in Gelb. Minuten nicht. Sekunden. So. Dreh ein bisschen Widerstand raus, dass du zurückkommst nach Grün. Aber du steuerst es über den Widerstand. Die Trittfrequenz bleibt bei 92. So, da bin ich wieder, 92. Einmal noch hoch für 8, 7, 6, 5.
4, 3, 2 und 17 für 8, 7. Okay, bleib hier. Wir wechseln mal nach grün. Wir haben noch 2,5 Minuten. Also alles easy. Bleib bei 63. Komm nach grün. Wunderbar. Are you ready? Für 4, 3, 2, auf geht's. 4, 3, 2 und setze. Okay, wir machen kleinere Jumps für 4 Takte. Auf geht's. 4, 3, 2 und setze. 4, 3, 2, hoch. Auf geht's. 4, 3. Ganz ruhig fahren. Sitzen. Wunderbar. 4, 3, 2. Setzen. Ein bisschen noch. Let's go. 4, 3, 2. Setzen. Und das ist in der Phase Blau genauso gut, ja? Setzen. Bleib mal hier. So. Bleib hier. Wir haben noch eine Minute. Die schaffen wir noch. Für 4, 3. Ready, set. Let's go. 4, 3, 2. Setze. Jawohl. 4, 3, 2. Sitzen, Schultern hinten und unten, ganz ruhig. Und sitzen. Komm hoch. 4, 3, 2, sitzen. Bleib hier. Komm langsam zurück in die blaue Zone. Das hast du sehr gut gemacht. Wunderbar. So. Einen großen Schluck aus der Flasche. Bleib in der blauen Zone bei einer Trittfrequenz von 90. Okay? Oh. Atme tief und gleichmäßig. Komm zurück auf die Hand. Position 1. Handgelenke sind wieder gerade. 90er Trittfrequenz. Du darfst auch, wenn du möchtest, gerne die Augen schließen. Spür in deinen Körper rein. Spür, wie die Herzfrequenz langsam wieder runtergeht. Nimm dir die Zeit für das Warm-up, für das Cool-Down. Ganz wichtig, dem Körper die Erholung zu gönnen. Nicht nur dem Körper, auch dem Geist. Ja, komm langsam zurück. Wir haben eine weite Reise hinter uns von München nach Ostfriesland in die Berge, zurück nach Ostfriesland. Zurück in die Berge und jetzt sind wir wieder zu Hause angekommen. Atme. Genießt es. So, dann kommt von der blauen Zone langsam zurück in die weiße Zone. 90er Trittfrequenz halten. Laufen lassen. Schau nochmal nach deiner Körperhaltung, dass du immer noch schön gerade auf dem Rad sitzt.
paar Sekunden. Dreh den Widerstand vollständig ins Minus, bis es nicht mehr weitergeht. Du hast trotzdem immer noch ein paar Watt Widerstand. Also du fährst nie im Leerlauf. Das ist gut so. Ja. Ich hoffe, du hast die Fahrt heute genauso genossen wie ich. Ich habe jede Menge Spaß gehabt. So, jetzt reduzierst du die Trittfrequenz, kommst runter bis auf 50, ganz langsam. Schultern sind immer noch hinten und unten. Oh. Du bist jetzt in die Straße eingebogen, in der du wohnst, du bist live zu Hause. Okay, dann einmal auf die Bremse. Die Pedale sind parallel zum Boden. Ja, dann kommst du mit den Händen mal auf die Handposition 2. Hebst den Popo aus dem Sattel. Die hintere Ferse schiebst du Richtung Boden. Dehnung für die Wade und die Achillessehne. Versuch, schön stabil zu sein. Langsam hin und einmal den hinteren Fuß nach vorne und den vorderen nach hinten. Popo langsam aus dem Sattel heben und die Ferse wieder nach unten schieben. Jetzt spürst du, dass deine Herzfrequenz wahrscheinlich wieder so ungefähr im Normalbereich ist. Langsam setzen. Gut, die Hände auf die Handposition 1. Die Füße aus den Pedalen lösen. Komm vom Rad runter. Stell einmal deine rechte Ferse aufs Rad. Dann schiebst du deinen Popo weit nach hinten. Bleibst aber schön aufrecht. Dein Brustbein zeigt immer nach oben zur Decke. Schultern sind hinten und unten. Dehnung hinterer Oberschenkel. Schöne intensive Dehnung. Wichtige Dehnung. Nimm dir auch wirklich die Zeit für das Stretching, das ist ganz wichtig. Egal wie lang deine Trainingseinheit war, langsam aufrichten. Dann legst du den gleichen Fuß auf das andere Knie und setzt dich auch hier mit geradem Oberkörper nach hinten. Komm langsam nach oben. Gut, das andere Bein. Ferse in der Mitte aufs Rad, setz dich mit dem Po weit nach hinten. Und versuch mal die Fußspitze noch ein bisschen mehr anzuziehen, dann merkst du, die Dehnung wird intensiver. Langsam aufrichten und den Fuß aufs andere Knie wieder nach hinten setzen. Ganz aufrechter Oberkörper. Atme tief und gleichmäßig. Richte dich langsam auf, Füße parallel, den rechten Arm zur linken Seite, schau über die Schulter zur Seite. Einmal die Arme ganz weit öffnen, Daumen schiebe nach hinten. Und den linken Arm zur rechten Seite, über die Schulter zur Seite schauen. Nochmal weit öffnen. Langsam lösen, einmal tief einatmen und ausatmen. Noch einmal tief einatmen und ausatmen. Letztes Mal einatmen, lösen, Schultern kreisen nach hinten, ganz aufrecht stehen. Ich wünsche dir einen tollen Tag, vielen Dank fürs Mitmachen. Bis bald, die Marion aus dem AJs. Thank you.